Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Ja, wir sind gerade noch in der gefährlichen Ruine aus mehrerlei Gründe. Erstens, um unsere Dolche ein bisschen abzuwetzen. Und zweitens, vor allem, weil wir Crace ein paar Sachen besorgen wollen. Und naja, wenn wir gerade schon hier sind. Ein Sammelstück. Admiral Salt, beliebtes Ensemble der Randgruppen. Und hier drüben ist noch was. Nehmen wir natürlich auch mit. Nein, danke, Computer. Sonst funkelt hier aber nirgendwo was, oder? Nee. Moment. Falsche Richtung. Wo komme ich hier raus? Da! Da ist der Ausgang. Letzten 7 Minuten damit verbracht, durch Türen zu rennen. Ja, aber schon wenigstens ein bisschen was bekommen. Und natürlich auch was für die Quest mit der guten Crace. Wir haben alles, tatsächlich. Schaltkreise haben wir gefunden. Technokalender haben wir gefunden. Gut, hätten wir ja vorher auch schon. Aber die 2 Plakate hatten wir nicht. Deswegen Ort verlassen. So. Auf der Auftragstafel in der Handelsgilde schreiben Bürger Dinge. Wenn du sie erledigst, kriegst du Cash und Ansehen. Ich würde sagen, genug vom Cash geträumt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen. Ist nämlich schon spät. Mit der letzten Energie vielleicht noch so einen Pilz hier rausreißen. Ein lecker Wüstenpilz. So, nehmen wir mit. Den haben wir gar nicht mitgenommen. Also wir haben vielleicht einen. Oh, es gibt auch Wüstenpilzstämme dadurch. Ja, ich buddel ihn eigentlich ein, nicht aus. Man sieht es nur nicht von hier hinten. So, jetzt ist aber wirklich Zeit zu schlafen, würde ich mal sagen. Weil, ne, puh. Schon kurz vor 2. Morgen um 7 stehen wir ja schon wieder auf. Und Energie habe ich auch keine mehr. Post war auch schon da. Aber die können wir auch morgen früh noch lesen. Um 9 müssen wir zur Versammlung. Irgendeinem Treffen auf jeden Fall. Aber jetzt können wir erstmal schlafen. Wenn ich den Button treffe und nicht 5-mal daneben drücke. So, aufwachen. Dankeschön. Danke, danke, danke. Guten Morgen. Bin heute mit dem tiefen Wunsch aufgewacht, mit dir Zeit zu verbringen. Bist du frei? Ich lese erstmal meine Post ab. Yoki. Es ist gut, dass du Freundschaften schließt, aber achte darauf, dass du Freunde findest, die einen guten Einfluss haben. Freunde bringen ihre Freunde nicht in gefährliche Situationen. Und diese Katze, ist sie nett? Manche Katzen kommen mitten in der Nacht miauend zu dir rein. Sie wissen, dass sie zu süß sind, als dass du sauer auf sie sein könntest. Pass nur auf, dass du nicht mit so einer rotzfrechen Katze befreundet bist. Mama. Abios, was wollen wir machen? Hey, how are you working? Goodness. I want whatever it is you're putting in your coffee. You're just like my sister, always putting in hours like an Atarin banker. Speaking of my dear sister, I was planning on taking her out on a picnic soon, to help her relax a bit. As I said, she's really been burning the candle at both ends lately. Why don't you join us? No, Glo. Right, it's like we say in Bonnerock. A bicycle can always use a third wheel. Now. Before we arrange a time, certain preparations must first be made. Und vermutlich muss ich die machen. My sister is quite easily annoyed. Trust me. Which means we'll have to be careful to make this practically perfect in every way. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. For a proper picnic, of course, a basket of the picnic variety must be provided. Furthermore, said picnic basket must have picnic refreshments within. Okay. However, for now, I have none of these. What to do? Whatever shall I do? Also ich besorge den Picknickkorb. Wonderful! I'd imagine with those amazing crafting skills of yours, you'll be able to make us a basket the envy of picnickers cross the land. Ich glaube ich auch. Meanwhile, I can head over to the Blue Moon and get us a good deal on the delectables. Owen owes me a couple of favors. Wunderbar. Here you are. One recipe for a picnic basket. See? I did think this through somewhat. Ja, ist schon Once gut. Once you're done, let's just go meet at the ceramic gate and pick Amira up. Oh,
and let's try to get out in the next couple of days. I'm worried the Samsorns might be picking up again. See you soon. Okay. Der Entenmann, der Quietsche-Entenmann ist am Start. So, Bronzestangen sind auch am Start. Und zwar ordentlich. Ja, komm, wenn wir schon dabei sind, ne? Können wir gleich weiter produzieren, so ist es ja nicht. Kann ich hier? Ne, immer noch nicht. Hab ja logischerweise noch kein neues Stahlmaterial. Die sind auch fertig, das heißt auch hier können wir natürlich wieder kleine Einsammlungen machen. Oh, Sprit nachfüllen. So, dann können wir aber auch hier mal kurz einsortieren. Aber ich möchte die Würmer wieder haben. Weil die Würmer brauchen wir ja, um zu gucken, ob die Meerkatze den Bock auf so ein paar Würmchen hat. Die Farbe, die brauchen wir für Handschuhe. Da müssen wir mal noch ein paar Kakteen über den Haufen schlachten, schnetzeln, wie auch immer. Wo ist er? Da ist er. Um noch ein bisschen raues Leder zu bekommen. So, noch eins brauchen wir. Er ist auch einer, oder? Ja. Damit wir das gegerbte Leder herstellen können. Hier drüben war noch irgendwo einer. Ich hab's genau gesehen auf der Map. Die Map ist böse für diese kleinen armen Wesen. Ohne die Map würde ich sie nicht so zielstrebig finden. Und mir ihr, ja, Leder klauen. Ihnen das Fell über die Ohren ziehen. So, es ist kurz vor 8, so rum. Um 9 müssen wir irgendwo sein. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wo. Ah, stimmt, ich werde ja befördert, darum geht's ja. Eieieiei, dafür habe ich ja die coole Mütze gemacht. Die ich mir dann selber aufziehen darf. Ich meine, ich habe schon eine coole Mütze, so ist es ja nicht, aber ne, dann habe ich eine noch coolere Mütze. Ist dann der King of Cool mit Mützen und so. Ja, guck mal, können wir noch zwei herstellen, einen brauchen wir noch, ist doch perfekt. Ist doch absolut perfekt. Wie lange dauert der Spaß? Dann warten wir und dann kommen wir zu spät, oder? Ja, nee, wir müssen ja pünktlich, ich meine, ich werde befördert, ich kann ja schlecht zu spät zu meiner eigenen Beförderung kommen. Also, kann ich schon, aber das wäre ja, also, ne, nicht sehr vorbildlich und ich will ja befördert werden. Stell dir das mal vor. Unser großes Vorbild, Yogi, immer pünktlich. Und dann bin ich nicht da. Das, schwierig. Kurz einen Auftrag checken. Guck mal, so ein schönes, dickes Seil. Das bringt mehr Cash, nehmen wir das. Dann gehen wir schnell wieder raus, weil wir wollen ja noch pünktlich oben ankommen. Ich weiß, wir haben erst Freitag, wir können heute noch gar keine Überprüfung machen. Ich dachte eigentlich, wir hätten Samstag, dann hätte ich gedacht, ne, können wir eine Runde Dinge überprüfen. So, was passiert hier? Alright, now that everyone is here, let the official Silver Corps Deputy Promotion Ceremony begin. Bam. Now, I don't need to remind y'all. We've had plenty of ups and downs, highs and lows, as well as no shortage of stormy weather out here in Sandrock. And without all of you giving it your all, Sandrock wouldn't be the safe and secure place it is here today. Nevertheless, there's still one who stands out among the rest. One whose tireless dedication to law and order has earned them the right to call themselves Deputy of the Sandrock Silver Corps. Wow, I don't know why, but I'm really nervous all of a sudden. I don't think he's going to pick one of us, do you? I mean, I know we're just builders, but... Now, I don't mean to tantalize you all. I'm sure you're on the tip of your toes wondering who I've chosen to be my deputy. So without further ado, our next deputy is known not for brute strength, but nimbleness and wisdom. Our deputy brings a uniqueness to the team and fills in the gaps in our core skill set with raw individual talent. Wir wissen alle, dass es keiner von mir und mir ist. With flowing black hair that shimmers in the sunlight as they dish out hearty, heaping helpings of justice with elegance and finesse. Let's give it up for our next deputy.
Was, Captain Katze ist doch schon der Captain. What the cat? Yes, Captains, or should I say, Deputy Captain, has not only been diligent in patrol work, but this year's mice incidents have fallen to an all-time low. Yes, there really is no question that Captain is the most deserving of this title. Ich meine, das steht nicht, oder? Aber ich dachte, Captain wäre schon der Captain von dem ganzen Laden. Also ich meine, heißt er einfach nur Captain? One more time, a round of applause for our new deputy. Oh ja, Katze. I'm so embarrassed, but congrats. Congratulations, Captain. Yeah. Captain regelt das. And now to complete the ceremony. I will place the official deputy cap upon the head of our new deputy. Deswegen ist die auch so klein. Hätte ich das gewusst. Damn. So. Sieht der Captain auch gut aus. Keep giving it your all out there. Dismissed. Ja, Captain, herzlichen Captain. Herzlichen Glückwunsch, also das ist schon krasse Sache. Sehr schön, freut mich für dich. Ja, sehr schön. Meerkat, ich hab dir was mitgebracht. Wenn ich denn jetzt noch sehe, wo es ist. Zwei, ne, ist okay, aber scheinbar noch nicht so krass. Justice, was geht ab? Manche Leute haben einfach zu viel Geld. 20.000 für Tierschuhe? Ach komm schon. Ich wünschte, ich könnte mein Geld für etwas so. Ich meine, danke für die Tierschuhe, Yogi. Du siehst toll aus. Kapitän liebt sie. So, hier unten war doch noch wer, der auch was wollte. Anschuhe, genau. Wir rollen ihm einfach eine Runde nach. Ich bewundere die Entscheidung von Kapitän, eine Ausrüstung zu tragen, die ihn im Kampf zwar weniger effektiv macht, aber viel cooler aussehen lässt. Ja, das ist ja auch eine coole Sache so. So, wer möchte hier was? Blue Moon Saloon. Ah, Grace, ich habe ja die Sachen für Grace besorgt. Natürlich möchte Grace dementsprechend auch was von mir. Ist doch klar. Grace. Grace, bist du noch nicht gespawnt oder bist du über mir? Moin Owen. Yo, Grace, was geht ab? Aha, what's all this then? Hmm. Slight damage around the edges. Bit of fading. But you can make out the font pretty clearly. Admiral Salt, something something. No thanks, computer. Probably from around 250 before Peach, if I had to guess. Would probably score a preservation rating of at least a B back with the professors. Nice find. And good timing, too. My latest essay topic was just approved. Old World Utilization Theory, a case study on Sandrock's The Breach. Mouthful that it is, my essay titles are actually more concise than most. Okay. Anyway, this helps me build my case around my hooky hypothesis. So, thanks again. Ja, wasn't gerne too doch. Much trouble, I hope. Nein, ganz dangerous? Entspannt. You appear to be in one piece, at least. Sehr gefährlich. Aber ich habe es geschafft. Oh yeah? Make sure you train if you're going to keep diving like this, though. Follow through with your strikes. Use all your weight to attack. Don't forget to exercise your core. Okay. Just some tips I saw in Ruined Divers Seasonally. Okay, ja gut, danke. Well, in any case, you've been a lot of help. If, hypothetically, I'd gone into the breach myself, I wouldn't have had all this time to get a jump start on my essay. Oh, speaking of which, I'll let you know how that goes. Thanks again. Ja, bitteschön. Ah, Grace und ich sind. Ich habe neue Schuhe bekommen. Grace hat mir Schuhe geschenkt. Oder als Belohnung gegeben, wie auch immer man es sehen möchte. Ja, und auch gucken, was unser hier Kopfschmuck kann. Wo sind meine Schuhe? Da. Ausdauer 6, Ausdauer 12. Ja, unsere jetzigen sind besser. Weil das sind hier die auffälligen Wüstenverteidiger-Stiefel. Die Farbe müssen wir noch abgeben. Das können wir mal öffnen. Gibt es eine schöne Feder für? Oh, lecker Cantaloupe-Melone. Die Frage ist, wo ist... Wir haben... Habe ich nicht... Ich habe es auch hier. Mein Moonra. Das kann Verteidigungspunkte plus 3. Ja gut, wir haben schon plus 6.
Ach ja. Ja gut, gehen wir wieder raus. Ist ja klar. Wir müssen auch noch mit Anschur sprechen. Haben wir zwar eben schon gemacht, aber wir können nochmal mit ihm sprechen. Mal, wir haben ja noch die Elf-Sheriff-Captain. Wenn wir noch die Farbe einstecken. Die war ja auch für ihn. Lady! Macchiato. Also ich, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, weil ich eigentlich dachte, dass Captain wirklich der Captain ist und nicht, ne? Das heißt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das heißt, um ehrlich zu sein. Ja, wir sind beim Malen. Stimmt, wir malen ja zusammen direkt. Schön. Haben wir gut gemacht, würde ich mal sagen. Ich weiß zwar nicht, was das für eine komische Kunst da an der Wand ist, aber hey, Geschmäcker sind verschieden. Nice work. The hardest part is behind us. Naja, gerne doch. First, some music to set the mood. Okay. Now it's time to sit back and enjoy the show. Welche Show? Yep, you've heard the stories. But did you ever think you'd really be living it? Watching paint dry. If you look really close, you can see the thicker parts of the paint slowly drip down and even out. Und das muss ich mir ein Stück genauer angucken. Ich bin mir nicht so sicher. Oh. Ja. Kann ich hier... Whoa, you're going already? The party's just getting started. Ich muss noch arbeiten. Oh. Okay. Tut mir leid. Those are important. Ja. Well, maybe next time. Richtig, wenn wir nochmal streichen, dann bleibe ich länger beim Beobachten. Hey, aber wenigstens 20 Dinger hier. 20 lecker Freundschaftspunktchen. Das schmeckt ja auch schon. Weiß nicht, ob wir jetzt mehr bekommen hätten, hätten wir länger mit ihm Farbe beim Trocknen zugesehen, aber sind wir mal ehrlich, Farbe beim Trocknen zusehen? Das sehe ich als schwierig an. Also ich meine, ich habe anderes zu tun. Ich meine, ihm beim Streichen helfen ist eine Sache. Aber nee. Wir gucken keiner Farbe beim Trocknen zu. Diese schwierigen Aufgaben überlassen wir anderen. Ich fühle mich da, muss ich ganz ehrlich sagen, zu höheren Berufen. So, Picknickkörbchen müssen wir noch machen. Da können wir eigentlich auch mal gleich reingucken. Und Seile müssen wir noch machen. Schauen wir mal. Dünne Fäden. Stellen wir mal direkt her. Dicke Seile. Stellen wir her. Bronzerahmen. Stellen wir her. Picknickkorb. Stellen wir her. Und Blutstein. Ah, da fehlen uns noch Blutsteine. Die kriegen wir aus Steinbruch, Erzraffinerie, Keramiktor, ladende Ziviltruppe. Also, wie es aussieht, müssen wir nochmal in Steinbruch. Moment, ich kann doch gar nicht in Steinbruch. Steinbruch, Erzraffinerie, Keramiktor, Laden. Was ist denn das? Was ist da ein Laden, ne? Weil der Steinbruch. Ah. Ist das hier der Steinbruch? The Breach. Das sind gefahrvolle Ruinen. Sind verlassene Ruinen. Was war denn der Steinbruch? Da ist auch schon wieder irgendeine Action. Eieiei. Ich glaube, die müssen wir dann im Laden der Zivil... Warte, da müssen wir aber auch gucken, wie viele wir brauchen. Das ist wichtig. Nicht, dass ich zu wenig oder zu viele kaufe, wir nochmal kommen müssen. So, wir brauchen noch einen, das heißt, wir brauchen zwei von den Steinchen. Die sollten wir uns ja leisten können. Also, hoffe ich jetzt einfach mal. Und bis dahin rollen wir uns näher. Hi, Avio. Blue Moon Saloon. Moin, Owen. Owen, du musst nicht direkt durch die Tür gehen. Wie geht's mit der Arbeit voran? Wenn du alles fertig hast, sag Bescheid. Ja, aber ich hab schon mal einen Teil. Hier. Thank you. Das hast du aber schnell erledigt. Hier ist dein Lohn. Du hast ihn dir verdient. Hast du mir auch noch ein Rezept? Ein neues Rezept ausgedacht. Ich denke, ich nenne es High Winder Bratreis. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Ich erzähle dir davon, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Okay. Ey, wir haben es lange nicht mehr... Okay, das klappt vermutlich auch nicht. War ein Versuch wert. Instant Wiedersehen. So, dann schauen wir mal, was da oben abgeht, weil wir müssen ja noch zum Ziviltruppen laden und der ist ja um die Ecke. Dementsprechend, gehen wir erstmal was einkaufen
und checken dann da oben ab. Ich dachte eigentlich, das wäre hier auf dem Platz, aber es ist eins höher. Also gehen wir erstmal einkaufen. Aber gut, an der Stelle würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Die lassen hier überall ihre Übungsschwerter liegen. Und ja, übermorgen 18 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye.